Aldi war ziemlich schnell dabei. Tag erstmal, seid schön gegrüßt. Die haben nämlich das Raffaello und Rocher Eis mal eben nachgemacht. Die Mucki Pralinen Sticks in Coconut White, Hazelnut Dark und Hazelnut Classic treten an gegen das Original. Ferrero Rocher Dark, Ferrero Rocher Classic und Raffaello. Ja, was ist der Unterschied? Erstmal natürlich der Name. Statt nur Original ist legal. Das war doch damals die Werbung im Kino. So, von wegen, hört auf, die Filme aufzunehmen oder sowas. Ich habe mich immer gefragt, die Leute, die solche Raubkopien gucken, die haben überhaupt keinen Anspruch. Verwackelte Kamera, Ton nicht geil. Habe nie gemacht. Ich habe mir nie solche Raubkopien angeguckt, weil es einfach nur billig ist. Davon mal abgesehen, Eis. Es gibt viel zu tun. 3,20 Euro war ungefähr das Original. 4 Stück. Es ist überall ungefähr gleich viel drin. Ich glaube, es ist sogar auf den Gramm gleich viel drin. Und 3,20 Euro. Und das Duplikat von Aldi, 2,20 Euro. Also ein Euro Unterschied. Und wir wollen uns anschauen, wie die Zutaten sind. Ist irgendwo mehr Nuss drin? Irgendwo woanders mehr Nuss? Oder ist irgendwas anderes schöner als woanders? Und das machen wir jetzt mal. Wir gucken uns das bei ein, zwei Sorten genauer an. Ich denke, dann kann man tendenziell sagen, dass es überall gleich ist, denn sonst wird das hier so ein 30-Minuten-Video, das wollen wir nicht. Probiert wird natürlich auch. Ich habe hier alles nochmal da und ich würde sagen, wir fangen damit einfach mal an. Ich überlege gerade, erst die trockene Materie, da schaltet immer jeder aus, oder probieren wir erstmal. Wir können hier einfach mal ein Eis schon mal probieren, gegeneinander. Und dann gucken wir uns ein bisschen was an und dann probieren wir die anderen. Ich fange jetzt einfach mal an mit Rocher. Ah, wobei, ich muss mal kurz noch ein, zwei... Ups, oh, das fällt schon fast auseinander hier. Mh, Schokolade. Wir gucken sie uns erstmal so an. Was ist was? Was meint ihr? Schreibt es mal erst in die Kommentare und dann guckt das Video weiter. Also Achtung, ihr pausiert jetzt. Achtung, jetzt... Obwohl, vielleicht hört ihr ja gar nicht, macht ihr ja gar nicht mit. Ich will sagen, kommentiert einfach mal, was ihr glaubt, was ist. Kann man einen Unterschied erkennen? Und dann sage ich es euch, das ist Aldi und das ist Ferrero. Und ich würde sagen, anhand der Nüsse kann man kaum was erkennen. Die Schokolade ist ja offensichtlich ein bisschen dunkler. Die ist ein bisschen heller. Und ansonsten haben wir hier eigentlich kaum einen Unterschied. Sie sind hier gleich groß, sie sind gleich geformt. Der Eisstiel ist ein bisschen anders. Ich finde den hier ein bisschen netter mit dieser Form. Aber ansonsten ist das hier tatsächlich deckungsgleich, wie ihr seht. So, jetzt gilt es natürlich aber erstmal zu probieren. Ich werde jetzt hier einfach... Wo fange ich denn an? Ich fange hier an. Mhm. Knackig. Schön dick die Schokolade. Feine Sache. Jetzt kommen wir zu dem. Ich weiß, Blindtest, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Mhm. Also, ich sag mal, gefühlt ist da kaum ein Unterschied, aber man schmeckt, dass hier mehr Kakao drin ist. Die Füllung. Achtung, unten ist Aldi. Sieht ähnlich aus. Ich hatte jetzt gerade das Gefühl, dass hier die Füllung ein bisschen nussiger schmeckt. Ich werde jetzt mal die Füllung pur probieren. Mm. Hier haben wir auch so eine Füllung drin. Haben wir das bei denen eigentlich auch? Haselnuss-Eis mit Haselnuss-Eiscreme überzogen mit Milchschokolade und Haselnussstückchen. Also da ist kein Swirl drin oder was? Mm. Nee. Bei Mucki ist kein Swirl. Skandalös. Also, da haben wir schon mal einen Pluspunkt für Ferrero. Und ich finde, das schmeckt innen drin intensiver nach Haselnuss. Jetzt vergleichen wir da mal kurz. 200 Gramm jeweils drin. Also das ist auf den Gramm gleich. Wo sind hier die Zutaten? Hier. Bei Aldi haben wir Haselnuss-Eis mit Haselnuss-Creme. Haselnuss-Creme. Ich habe Eiscreme verstanden. Wo ist denn die Creme? Da muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe Haselnuss-Eiscreme gelesen. Wie doof. Also Entschuldigung, ich muss zurückgeben. Doch kein Punkt für Rocher. Ich habe mich nur verlesen. Aber ich habe sie zumindest noch nicht gesehen. Da müssen wir gleich nochmal gucken. 6%, 32% Schokolade, 6% Haselnussstücke. Was haben wir hier? Wir haben hier... 54% Haselnusseis
Bei Aldi steht es gar nicht drauf. Wir haben hier Haselnuss-Kakaosoße 6,1, bei Aldi, wie gesagt, 6. Dann haben wir hier Nüsse, haben wir insgesamt bei den Zutaten 10,4%. Und hier haben wir Schokolade 33,6. Hier haben wir Schokolade, es ist fast alles gleich. Wie viele Nüsse haben wir hier insgesamt drin? Wir haben gehackte Haselnusskerne, wird nicht angeben, dann nochmal Haselnussmark. Okay, es ist schwer zu vergleichen. Wir können mal auf die Nährwerte schauen. Die könnten ein Indikator sein. 405 Kilokalorien. Bei Mucki haben wir 394, Fett 27, 14 Gramm gesättigte Fettsäuren. Ist eigentlich fast alles gleich. 4,5 Gramm Eiweiß. Bei dem hier haben wir ein bisschen mehr Eiweiß drin. Da könnte man rausschließen, dass da mehr Milchbestandteile drin sind oder mehr Nüsse. Es ist tatsächlich, ich sage jetzt mal, 25% mehr. Also nicht unerheblich. Ja, aber es ist wirklich schwierig, hier einen Unterschied zu machen. Und ich fand eben auch, dass das hier ein bisschen leckerer ist. Hier könnte man sagen, mehr Kakao, aber geschmacklich hat mir das hier mehr zugesagt. Ich gucke gleich nochmal nach der Creme. Mache einfach jetzt mal einen Querschnitt. Das machen wir aber gleich. Heute wird es ein bisschen durcheinander, weil einfach so viel zu tun ist. Als nächstes gucken wir uns das an. Das Beste für zum Schluss. Auch jetzt hier erstmal die raue Theorie. Haselnusseis mit Haselnusscreme und haben wir bei dem hier. Und Zartbitterschokolade und Haselnussstückchen, das wird hier genau das gleiche sein. Da erinnere ich mich auch noch dran. Wir haben hier auch diese 6,1% Kakaonüsse, 10,4% Haselnüsse, Halbbitterschokolade 33,6%. Also es ist quasi fast das gleiche wie das Klassik, nur eben mit dunkler Schokolade. Auch die Gewichtsangabe ist gleich. Wir haben hier auch wieder 6% Haselnusscreme, 6% Haselnussstückchen und dann die ganze Schokolade 32%. Wobei hier Haselnussstückchen 6% plus Haselnussmark 4% ergibt 10%. Und wenn die das jetzt hier nicht einzeln aufgesplittet haben, haben wir hier Haselnüsse 10,4% und damit ist ungefähr gleich viel Nuss drin. Weil ob jetzt Haselnussmus oder Haselnussmark oder Haselnuss ist ja mehr oder weniger das gleiche. Ich glaube, Haselnussmark ist dann einfach das Verarbeitete. Also Haselnuss gleich viel, 0,4% mehr. Okay, schauen wir mal. Oh komm, wir machen das jetzt hier auch nochmal. Komm, dann brauche ich gleich nicht nochmal einen Videocut machen. Coconut White. Okay. Grüße geht raus an Ficus den Waldspecht, der sagt, beziehungsweise die, aber der Specht ist ja männlich, deswegen also nicht jetzt hier falsch verstehen. Kokosnusseis mit karamellisierten Kokosflocken, 8,5%, sagt, dass das hier kokosmäßiger wäre. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich würde es feiern. Kokosnusseis mit karamellisierten Kokosflocken, 8,5%. Oder die Stücke werden größer, so war das. 8,5%. Oh Mann, ich finde das hier nicht. Wir haben Kokosgeschmack um Hilfe an Knacken, Fäckler, so 34%. Wir haben Mandeln 1,8. Kokosraspeln 6,5. Okay, Kokosflocken 8,5, sehr gut. Mandeln 3%, yeah, also auf jeden Fall mehr, offensichtlich. 33% Schokolade, auch ähnlich. Und hier, Schokolade, was war das? 33,6. Das ist jetzt hier alles Pfennig, 34%, das ist alles Pfennigfuchserei. Also Fazit des Ganzen, es ist bei allen fast gleich viel drin. Und wie bei so vielen Sachen wird am Ende natürlich auch der Geschmack entscheiden, welches ihr lieber mögt. Holt euch das, was euch interessiert, aber für 1 € weniger kann man die von Aldi mal holen. Wobei man muss natürlich sagen, warum kauft man sich dieses Eis? Man kauft sie sich, weil Rocher draufsteht oder Ferrero oder Ferrero oder Rocher oder was auch immer. Man kauft sie sich, glaube ich, weniger wegen dem Geschmack, weil seien wir ehrlich, es gibt tatsächlich, also ich habe die ja getestet, die waren lecker, aber es gibt auch bessere Eis. Wie ich finde, man kauft die sich wegen dem Namen. Und wird man dann zufrieden sein, wenn man sich die kauft, weil da steht der Name nicht drauf. Ne? Ihr versteht, was ich sagen will. Das ist nicht ganz so einfach. Ich bin der Haselnusssoße beim Mucki nachgegangen und da seht ihr sie. Da sind so Streifen drin. Also sie ist da, alles zurückgenommen. Trotzdem fand ich das hier ein bisschen vom Haselnussaroma interessanter. Auch von der Eismasse selbst. So, jetzt kommen wir zum Rocher d'Arc. Rocher d'Arc und Pralinstick Hazelnut d'Arc. Auch hier kommt mir das wieder dunkler vor, ne? Original, Fälschung, Original, steht ja hier auch drauf, Mucki. Und hier steht Ferrero drauf. Ach guck mal, das habe ich gerade bei der anderen Seite gar nicht gesehen. Ja, hören wir uns den Knack an. Schön knackig. Mal nur die Schokolade. Ist nicht die beste Schokolade, bei beiden wohlgemerkt nicht. Dunkle Schokolade knackt viel schöner als helle Schokolade. Ihr kennt das wahrscheinlich.
Könnt ihr den Überblick behalten? Okay, ich sollte vielleicht die... Wie doof. Ich müsste ja die Hände auch austauschen. Nee, also jetzt... Komm, meinst du mal hier einfach den Querschnitt? Heute wird mal ein bisschen... Keine Angst, ich esse das. Ich packe mir das nach. Wenn ich sowas mache, mal so als Info, ich packe mir dann immer solche Fetzen in so eine Schüssel und löffel das einfach wie so ein Becher. Hat jetzt hier nicht ganz geklappt. Hier sieht man auch so ein bisschen die Soße da drinnen. Ich probiere jetzt mal das mit dem Eis oder nur das Eis. Mhm. Das ist gut. Jetzt hier auch nochmal beim Raffaello. Ah, hier kann man das schön sehen mit der Soße. Sieht für mich auf den ersten Schnitt, blickt so ein bisschen... Ja, vielleicht ist das jetzt hier auch nur doof durchgeschnitten gewesen. So, ich probiere. Ja, hi. Haben wir voll gesagt. Also, erstmal, ich finde, sie tun sich beide nicht so viel. Ich weiß nicht, bei dem Classic hatte ich wirklich den Eindruck, dass da das mehr nach Haselnuss schmeckt. Hier, man muss natürlich auch gucken, kriegt man gerade was von dieser Haselnusscreme mit? Oder eher weniger. Ja, ich finde sie beide lecker. Das Geilste ist natürlich die Schokolade. Also ich könnte mich jetzt schwer entscheiden. Hier sieht man das Aldi ganz gut, die Streifen. Seht ihr da oben? Ich könnte mich jetzt schwer entscheiden, welches ich besser finde. So, als letztes. Oh, Schokolade auf der Hose. Und jetzt jemand denkt, dass das andere braune Streifen sind. So. Die hoffentlich großen Kokosstücke und Mandelstücke auf dem Aldi-Eis. Fein sieht es aus. Raffaello. Oh nein, es ist zerbröselt. Lag halt schon ein bisschen länger im Eisschrank. Fällt schon direkt die Schokolade ab. So, auch hier haben wir ein Vergleichsfoto. Mucki oder Raffaello. Ne? Das ist, sieht so ein bisschen gelber aus, das ist so ein bisschen heller. Ja, also kann man wirklich, bis auf die Optik, das sieht fast gleich aus. Wir gucken mal auf die Mandelstücke. Man könnte wirklich ahnen, dass hier ein bisschen mehr drauf ist als bei dem, ne? Finde ich. Also ich finde, es sieht schon ein bisschen so aus. Ah, herrlich. Raffaello ist einfach das Geilste. Weiße Schokolade. Mit Mandeln und Kokosnuss. Mhm. Übrigens keine Creme. Sehr lecker. Noch richtig viele Kokosflocken beim Essen dabei. Ich finde es großartig. Jetzt nochmal das Raffaello. Boah. Mhm. Also, ich habe es gesagt und ich sage es nochmal, die Unterschiede sind eher gering. Man kann so ein bisschen Unterschied schmecken, aber ich kann jetzt nicht sagen, das eine Eis ist unbedingt besser als das andere. Wie gesagt, bei dem Classic, da fand ich schon einen Unterschied. Hier. Jo. Für mich schmecken die ziemlich ähnlich. Ich habe schon den Eindruck, dass man hier mehr Kokosflocken hat. Steht auch drauf. Also es ist definitiv auch so. Und ich finde, das merkt man aber eben auch. Und? Oh, hat gezogen die Kälte. So, man kann jetzt nicht so die größten Unterschiede wirklich auch bei den Zutaten ausmachen. Wir haben hier zum Beispiel so ein bisschen Sahne drin. Wir gucken jetzt hier nochmal. Hier ist... Entrahmte Milch, Kakaobutter, Molke, Kakaoraspel, Kokosfett, Butterfett. Ah, und tatsächlich haben wir hier keine Sahne drin. Wir haben bei dem Original Sahne drin, sogar mehr als 1,8%, weil 1,8% Mandeln drin sind. Davor steht die Sahne. Hier beim Aldi-Eis ist keine Sahne dabei. Wir haben Vanilleextrakt. Wir haben bei dem hier kein Vanilleextrakt. Positiv für die. Die haben Sahne, positiv für die. Die haben Vanilleextrakt. Ist natürlich schwer zu sagen, wie viel Vanilleextrakt drin ist. Die haben es nicht. Das ist ganz interessant. Wir gucken jetzt noch einmal bei dem Klassiker wegen der Sahne. Ob auch bei den Sorten Sahne drin ist, also bei der klassischen. Hier sehe ich jetzt
nichts von Sahne, also ist es wohl nur die Raffaello-Sorte gewesen. Okay, also gibt es da jetzt einen Punkt. Wie gesagt, Mandeln und so weiter, Nüsse, alles fast gleich. Überzeugt euch selbst, geht mal zum Aldi und probiert einfach. Und am Ende wisst ihr vielleicht selbst, welches euch am besten schmeckt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und schreibt mir gerne einen Kommentar. Was ist gerade so euer liebstes Eis? Was nascht ihr heute Abend? Ich werde mir daraus irgendeinen Pott machen. Viel Schokolade, viel Eis. Yummy. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vergesst das Abo nicht und den Daumen nach oben. Ich bedanke mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal.